Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist gerade 8 Uhr früh und ich werde mich jetzt auf den Weg zum Grundstück machen und wieder lüften. Ja, die Tage soll ja das Aufmaß für unsere Küche genommen werden. Eventuell morgen. Es war nämlich angeplant morgen, aber es hat sich da irgendwie ergeben, dass die sich den Montag aufgeschrieben haben und wir den Dienstag. Und jetzt passte es uns Montag nicht und den eventuell am Dienstag nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, ob es morgen klappt. Gut wär's. Schauen wir mal. Jetzt werde ich nochmal kurz zu Hause anhalten. Ich bin jetzt schon zum Auto gelaufen, aber ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Die hole ich jetzt noch. Und dann ab nach draußen. Ne, ich muss die Haare hoch machen. Mir ist es gerade einfach viel zu heiß im Nacken. Ich habe wieder einen Pulli an. Ne? Wenn ich hier so sitze und die Sonne reinscheint, so wie vorhin, dann ist es einfach furchtbar heiß. Aber am Grundstück geht wieder ein guter Wind. Hier ist schon sehr windig. Und am Grundstück wird mir sonst wieder kalt im Haus. Genau. Also, der schicke Dutt. Mein Everyday-Look. Oh Gott, ich sehe aus. Guckt mal hier. Seht ihr das? Ja, ich habe gestern Haare gewaschen, habe über Kopf gekämmt und bin dann irgendwie mit meinem Nagel so chip über die Stirn gegangen. Der war noch zu lang. Ich habe richtigen Hautfetzen drunter gehabt. Also, au. Ich bin gestern rumgelaufen und habe den ganzen Tag nicht gemerkt, dass da Papier dran geklebt hat. Weil mein Mann war ja mit den Kids nicht da. Und als der abends heimkam, guckt er mich nur an und sagt, warum hast du denn eine Zebra auf der Stirn hängen? Ja, das war halt ganz feucht noch. Ne? Ich habe das abgetupft und dabei ist was hängen geblieben. Und dann bin ich rumgelaufen und habe das überhaupt nicht gemerkt. Also, sexy hoch 10 zu Hause, gell? Also schön mit Kratzer auf der Stirn und Pappe drin, Papier dran. Ja, und dann habe ich hier noch einen. Da. Das war Hannah. Hannah hat nämlich unheimlich spitze Nägel. Also selbst wenn die geschnitten sind, die sind so scharf. Und sie ist momentan in der Phase, wenn jemand Aua sagt, ist das witzig. Ja. Okay, ich würde sagen, ich fahre jetzt los. Das ist übrigens eine super Brille, ne? Total sexy, ich liebe sie. Aber das ist so eine. Die kann man über die normale Brille setzen. Zack. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob das klappt morgen mit der Küche. Schön wär's. Mein Mann hat halt frei nehmen wollen. Mal gucken, was sie sagen. Ob das morgen klappt oder ob es doch später wird. Irgendwann die Woche. Ich hoffe aber irgendwann die Woche, weil ab Aufmaß geht die Lieferzeit berechnen. Und es sind 8 Wochen, deswegen wäre es schon schön, wir könnten dann das Aufmaß jetzt schnell nehmen. Jo. Zur Küche werden mir auch immer wieder Fragen gestellt. Wie groß, wie lang die Theken, wie genau, was kostet es denn und alles Mögliche. Und es ist so, ich würde sagen, über die Küche reden wir im Detail, wenn sie da ist. Ne? Wenn die Küche da ist, wenn ihr die Küche sehen könnt, dann werde ich euch mal die Maße nennen und dann sage ich euch auch gerne, was wir dafür bezahlt haben. Einfach, dass ihr mal vergleichen könnt. Aber wenn ich euch das jetzt einfach so erzähle, ohne dass ihr irgendwas vor Augen habt, dann bringt es euch auch nichts. Fakt ist, die Küche ist 13 Quadratmeter groß. Die genauen Wandmaße weiß ich gerade nicht, aber ich werde es euch dann einfach in die Infobox schreiben, wenn ich ein Video dazu mache, dann sind die Maße da drin und dann könnt ihr selber vergleichen, wenn ihr wollt. Aber unsere Küche ist auf jeden Fall nochmal teurer geworden. Das ist so furchtbar. Wir sind jetzt bei einem Preis, wo ich immer gehofft habe, dass wir nicht drüber gehen. Was heißt gehofft habe? Größenbedingt habe ich mir gedacht, wir landen irgendwo zwischen dem Preis und einem noch höheren Preis. Einfach von der Größe her. Ist einfach so. Von der Machart der Küche und von der Größe her war es klar, dass wir irgendwo da in der Gegend landen würden. Wir waren aber tatsächlich ein ganzes Stückchen drunter und ich hätte den Preis hingekriegt mit Kühlschrank sogar. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich knapp drüber. Weil wir haben halt noch ein paar Sachen geändert bei der Küche. Wir haben andere Griffe genommen. Wir hatten vorher eine Theke, an die man sich hätte setzen können. Das haben wir geändert, weil wir uns in letzter Zeit überlegt haben, bei so ein paar Planungssachen, wie unserer Glastür auch in der, im Wohnzimmer, haben wir echt überlegt, brauchen wir das wirklich? Ich bin der Meinung, diese Theke wird nicht genutzt werden. Da wird keiner sitzen, weil dann auch der Esstisch direkt in der Nähe ist. Ich glaube, den nutzt keiner wirklich. Ja, und dann habe ich mir gesagt, komm, dann lass uns doch da noch Schränke hinmachen. Lass uns die Theke von der anderen Seite schließen. Allerdings nicht mit Griffen, sondern mit einem Drucksystem. Lass uns das zumachen, dann haben wir mehr Stauraum. Sowas ist grundsätzlich auf die Jahre gerechnet immer gut. Vor allem, weil wir ja sonst im Wohnzimmer nicht viele Schränke haben. Keine Tiefen zumindest. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns das doch so machen. Das ist doch... eigentlich wirklich sinnvoller. Ja, dadurch musste die Theke ein bisschen breiter werden, Schränke rein, Drucksystem und die anderen Griffe und das hat über 1000 Euro, also fast 1500 Euro ausgemacht. Das war richtig viel Geld. Aber es ist so, ich
immer wieder gefragt, wie verhandelt man da und so weiter und so fort. Es ist so, bei einer Küche. Ich glaube, es gibt einen gewissen Spielraum, der liegt bei 20-30% vom UVP und weiter runter werden die auch nicht gehen. Und dann hat man noch so ungefähr die Möglichkeit zu sagen, vielleicht mal 300, 400, 500, 600 Euro. Fertig. Ich glaube, mehr Spielraum hat man da nicht. Also zuerst mal haben wir ja unseren Küchenplaner nochmal gewechselt. Ich hatte euch das ja erzählt. Unser Planer hat die Firma verlassen, der ist heimatnäher gezogen und wir waren bei einem anderen. Mit dem hat es aber nicht so gut geklappt. Vom Typ her total nett, alles super, aber es kam natürlich auch Corona, Kurzarbeit, Homeoffice und alles mit rein. Aber wir sind mit dem nicht wirklich weitergekommen. Wir haben den öfter angerufen, öfter gesprochen, wir kamen nicht wirklich weiter. Wir wollten einfach nur die Erklärung von ein paar Posten haben und es ging einfach nicht voran. Und er meinte, er könne uns auch nicht den Rabatt auf die Sachen geben, die uns der alte Küchenplaner gegeben hat, weil der Studioleiter war und die Studioleiter die besten Preise geben können. Also alle Änderungen sind irgendwie nicht mehr darunter gefallen. Das würde systemtechnisch nicht gehen und bla 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 bla. Ja, gut. Wir hatten Verständnis für Corona und dass der nicht hinterherkam und Kurzarbeit und alles, aber es gab mehrere E-Mails, mehrere Telefonate und wir sind nicht weitergekommen. Deswegen haben wir die Filiale jetzt gewechselt. Und da waren wir dann auch beim Studioleiter. Auch ein ähnlicher Typ wie die beiden anderen. Und mit dem plötzlich war es total easy. Der hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Er macht hier einen Knopfdruck, dann hat er das, 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 das und das. So, da läuft das. Der ist extrem unkompliziert. Ne? Der Kollege hat auch schon mal gesagt, oh, die Küche muss gespiegelt werden. Das ist aber kompliziert und überhaupt. So einfach ist das nicht. Und er hat jetzt, der Studioleiter, bei dem wir sind, der hat gesagt, naja, ich drücke hier einmal auf den Knopf, dann ist ihre Küche gespiegelt. Überhaupt kein Thema. Also, weil unsere Küche war ja vorher andersrum geplant, auf der anderen Raumseite. Wir haben ja das komplette Haus dann gespiegelt und die Küche war noch im alten Zustand, was jetzt fürs Aufmaß nicht so relevant gewesen wäre. Aber ich habe halt auch gesagt, der kann ja, wenn er kommt, gleich einen richtigen Plan haben. Ist doch kein Eck. Warum soll er denn jetzt mit dem falschen Plan ankommen? Wir können doch die Küche spiegeln. Na, und der Kollege meinte, na, das ist aber nicht so einfach und na, das können wir auch so machen und das ist so ein Aufwand. Na, und der, wo wir jetzt waren, der hat einfach gesagt, ein Knopfdruck und fertig. Und natürlich sollte der den richtigen Plan haben. Klar. Sorgt für weniger Verwirrung und weniger Fehler. Genau, das war das Erste. Und dann hat er uns auch das mit den Kosten erklärt. Was wir geändert haben wollten am Mülleimer, das kostet wirklich. Das sind diese Mülleimer von der Marke, die sind teuer. Das ist einfach so. Das kostet. Er hat uns aber dann den Rabatt gegeben, den wir für die ganze Küche hatten. Und da hat er uns wirklich gesagt, also ihr Planer hat ihnen wirklich sein letztes Hemd gegeben. Hat er uns ja gesagt. Ich habe ihnen mein letztes Hemd hier gegeben. Und die Hose noch dazu, hat er gesagt. Also das war sehr gut. Es kann natürlich auch sein, dass der damals schon geplant hatte, die Firma zu verlassen. Der hat ja gewusst, dass wir unsere Küche erst irgendwann im Sommer diesen Jahres brauchen. Herbst oder Sommer. Und es kann natürlich auch sein, dass der das schon wusste, dass er heimatnäher was gefunden hat und dass er dann geht und dass er dann einfach gesagt hat, mir doch egal, Provision kriege ich eh nicht. Geradeaus. Und der hat uns das jetzt nochmal erklärt. Es ist so, es kommt darauf an, was ihr aussucht. Es gibt von den Anbietern Kataloge. Da sind verschiedenste Sachen drin, die die im Angebot haben. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich sage jetzt einfach mal irgendwas. Es kann sein, dass ihr davon eine Spülmaschine kauft, ihr kauft die Spüle, ihr kauft die Armatur, ihr kauft den Herd, keine Ahnung. Wahrscheinlich kriegt ihr das nicht alles von einem Hersteller, aber egal, ist ja jetzt erstmal wurscht. Ihr kauft einfach all diese Sachen von einem Hersteller. Das wisst ihr vielleicht gar nicht, aber der hat das in einem Katalog drin und je mehr ihr kauft, desto günstiger wird es dann. Und es kann sein, dass ihr eine Armatur drin habt, die ursprünglich 400 Euro kostet, weil Armaturen werden immer teuer verkauft in solchen Zentren. Es ist bei Badezimmer ganz genauso und eigentlich kommt man besser, wenn man die Armatur selber kauft, finde ich. Aber in der Küche machen wir es nicht, wir wollen das alles eingebaut haben. Deswegen machen wir es nicht, aber Armaturen können echt teuer sein. Auf jeden Fall kann es sein, dass diese Armatur ursprünglich 400 Euro kostet. Aber weil ihr schon aus dem Katalog so viel habt, zahlt ihr jetzt für die Armatur vielleicht 20 Euro oder 50 Euro. Und das heißt, ihr habt all diese Sachen gekauft für 1000 Euro. So, jetzt sagt ihr aber, oh, die Armatur, ja, die ist ganz okay. Ich möchte aber eine, so wie ich, die weiß ist, passend zu meiner Spüle. Ja, und plötzlich zahlt ihr nicht mehr 1000 Euro für eure Küche, sondern 1500 Euro. So, dann sagt ihr natürlich, ey, Moment mal, da war eine hochwertige Armatur drin. Die hat doch bestimmt einen Preis gehabt. Wie kann es sein, dass diese Armatur jetzt nochmal 500 Euro mehr kostet? Was kostet die denn dann gesamt? 900.000 Euro? Das ist doch Wahnsinn. Halten Sie sich rechts. Und das ist das, was einen dann oft verwirrt. Weil die Armatur kostet vielleicht nur 50 oder 100 Euro mehr als die andere, wenn überhaupt. Aber für die andere Armatur habt ihr fast nichts bezahlt, weil die in dem Katalog des Anbieters mit drin war. Jetzt tut ihr das raus und nehmt die Armatur von woanders. Das heißt, für die Armatur zahlt ihr jetzt den vollen Preis.
benötigt, während ihr vorher vielleicht nur ein Zehntel dafür bezahlt habt. Und das ist die Krux an der Sache. Und das sehen die Planer teilweise auch nicht, wenn sie die Küche planen. Genau, und das Spiel hatten wir eben auch mit unserer Armatur und mit unseren Griffen. Wir hatten erst ja eine normale Armatur und ich wollte ja eine weiße eigentlich. Aber da hat man uns ja damals, der zweite Berater, gesagt, nee, wenn die lackiert ist, ist die nicht langlebig, das soll ich nicht machen. Jetzt hat uns aber der neue gesagt, naja, wenn die einfach nur lackiert ist, schon. Aber es gibt die auch in Pulverbeschichtung oder aus demselben Material quasi wie die Spüle. Und dann hält das für die Ewigkeit. Jetzt habe ich so eine bekommen, weil ich so eine unbedingt haben wollte. Tja. Aber das hat halt nochmal Aufpreis gekostet. Ich glaube 300 Euro oder so habe ich jetzt für die mehr bezahlt. Und die Griffe. Wir hatten erst so normale silberne Griffe dran, aber ich wollte eigentlich von Anfang an eine glatte Front haben, die ich einfach so abwischen kann. Weil die Küche will ich pflegeleicht. Eine Küche ist für viele, 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 viele Jahre und ich möchte es mir da so einfach wie möglich mit der Pflege machen. Deswegen wollte ich gerne glatte Fronten, wo ich nicht die Griffe habe, um die ich wischen muss. Fahren Sie geradeaus. Um die ich nicht so rumwischen muss und wo sich dann auch keine Krümel sammeln und gar nichts. Genau, deswegen wollte ich Aufsatzgriffe haben. Und die haben jetzt einfach nochmal um die 500 Euro mehr gekostet. Richtig eklig. Aber ich wollte kein Drucksystem. Und es gibt ja momentan diese Griffe, die ganz viele Leute auch haben, wo man so reinfasst und dann so aufzieht. Aber erstens mochte mein Mann die überhaupt nicht leiden. Die haben ihm nicht gefallen. Und zweitens hätten wir die gesamte Küche umplanen müssen. Weil diese Griffe, das kann man nicht einfach tauschen. Das sind komplett andere Türen, komplett andere Schränke. Wir hätten die ganze Küche neu planen müssen. Es kann auch sein, dass die Küche dann nochmal um einiges teurer gewesen wäre, weil es andere Schränke sind. Und das war es uns dann letztendlich nicht wert. Und ich fand diese Aufsatzgriffe eigentlich gut. Und mein Mann fand die sowieso am besten. Und die sind halt auch super, weil die werden oben auf die Schranktür gemacht. Die wischt man einfach einmal oben ab und dann wischt man die ganze Schranktür ab und super. So wollte ich das. Ja, und das war es jetzt eben. Ich gehe davon aus, dass die normalen Griffe im Katalog mit drin waren und etwas günstiger waren. Und das war jetzt so eine Sondergeschichte. Und für die habe ich halt jetzt bezahlen müssen. Ist halt jetzt so. Und es ist eh eine Sondersache, glaube ich, weil diese Aufsatzgriffe in Weiß, da gibt es nur ein einziges Modell. In Edelstahl oder Chrom gibt es, glaube ich, 4, 5, 6 verschiedene. In Weiß gibt es halt tatsächlich auch nur ein einziges Modell und das wollte ich haben. Und ich gehe davon aus, das habe ich jetzt ordentlich bezahlen müssen. Genau. Ja, es sind halt einfach noch so ein paar Extras gewesen. Ich habe die Schränke ein bisschen größer gemacht. Wir mussten die Theke dann breiter machen. Und ach, es waren so ein paar Sachen und die haben sich jetzt halt hochsummiert. Der Preis ist noch okay und die Mehrwertsteuersenkung kommt uns auch zugute. Und das ist schon okay. Vorher war es halt schön, weil wir auf diesen Preis gekommen wären mit Kühlschrank. Jetzt halt fast ohne Kühlschrank. Naja, halber Kühlschrank. Aber was soll's. Ja, was kostet die Welt, ne? Aber es ist halt die Küche. Und die Küche ist für, in meinen Augen, in dem Haus jetzt für die Ewigkeit. Und deswegen wollte ich da jetzt auch nicht an manchen Sachen sparen, wo ich jetzt einfach sage, hey, das macht die Arbeit leichter, das macht die Pflege leichter, das geht alles viel schneller und so easy. Und ja, so wollte ich es halt einfach in der Küche haben. Schnell, einfach, unkompliziert und deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Die Armatur ist natürlich eine Spielerei. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, wenn dir das jetzt zu viel wird alles, dass das immer mehr wird, dann lasse ich die weiße Armatur halt weg. Ist nicht schlimm, es macht nichts. Ja, mein Mann hat gesagt, nee, wir machen die Küche jetzt so, wie wir die Küche haben wollen. Die ist für ewig und unsere Küche ist von Nobilia. Das musste so sein, weil wir eine Korpushöhe von 98 haben. Das heißt, die Küche ist relativ hoch, weil wir sind groß und wir wollten nicht so flache Schränke haben. Das ist einfach für den Rücken nicht schön und fürs Arbeiten. Und zu dem Zeitpunkt, als wir die Küche geplant haben, gab es nur von Nobilia so hohe Schränke. Später haben wir Vergleichsangebote eingeholt. Da gab es dann schon einen anderen Hersteller, der hatte die Preise aber noch nicht eingepflegt im System. Und mittlerweile müsste es wahrscheinlich noch einen Hersteller geben, aber zu unserem Zeitpunkt ging nur Nobilia und deswegen war Nobilia für uns von Anfang an klar. War keine Diskussion. Nobilia musste es sein. Genau. Das dazu. So, jetzt habe ich viel um den heißen Brei geredet, gell? Aber so viel zur Küchenplanung. Viel mehr kann ich jetzt gerade
gerade nicht sagen. Den Rest würde ich sagen, da reden wir drüber, wenn die Küche steht. Und wenn ich sie euch auch zeigen kann, mache ich natürlich, zeige sie euch, wenn sie kommt. Wir machen auch gerne mal eine Küchentour, wenn sie eingeräumt ist. Gar kein Thema, aber ich denke, wenn ich euch jetzt mehr zu den Kosten sage, macht es keinen Sinn, wenn ihr überhaupt nichts vor Augen habt. Genau. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das morgen mit dem Aufmaß klappt. Oder zumindest in den nächsten Tagen, dass wir die Küche dann bestellen können. Wir haben sie jetzt auch angezahlt. Gestern oder am Samstag, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall 30% angezahlt. Das musste vor Aufmaß passieren. Das haben wir gemacht. Und jetzt, ja, hoffen wir einfach mal, dass das mit dem Aufmaß hinhaut. Morgen wäre perfekt, aber schauen wir mal. Wichtig ist, dass es bald passiert, weil ab Aufmaß, wie gesagt, berechnet sich dann die Lieferzeit. Und die liegt bei Nobilia momentan bei 8 Wochen. Manche Küchen brauchen momentan sogar 14 Wochen oder länger, aber sie haben uns gesagt, Nobilia momentan 8 Wochen. Das heißt, wenn wir jetzt ja, die Küche bestellen könnten, würde sie in der ersten, zweiten Septemberwoche auch kommen. Das wäre natürlich schön. Wenn die Küche nämlich kommt, kann ich schon viel machen. Dann kann ich die ganzen Küchenkartons anschleppen, Spülmaschine anschmeißen und einräumen. Da ich ja sehr, sehr viel neu gekauft habe für die Küche, also Geschirr ist ja eigentlich fast alles neu, Gläser sind neu, das kann ich alles schon einräumen. Ich schleppe dann eigentlich nur die letzten Lebensmittel mit und Töpfe. Ansonsten ist es meist und Besteck. Ansonsten ist eigentlich dann alles schon neu im Haus und das ist natürlich auch schön. Ich werde natürlich anfangen, Küchenkartons anzuschleppen und auch schon andere Sachen, aber vor allem auch Küchenkartons, wenn die Böden drin sind. Wenn die Böden unten drin sind, kann ich schon anfangen. Sachen in mein Zimmer stellen, Küchensachen anschleppen und schon mal hinstellen, dass ich dann dort anfangen kann, wenn die Küche kommt. Ja, also man scharrt mit den Füßen. Die Planung steht. Jetzt muss bloß noch irgendwie mal was kommen. Ich meine, ich kann mich nicht beklagen. Das Haus ist ja, es geht ja wirklich schnell. Aber jetzt ist halt so eine blöde Phase, wo man nichts tun kann. Immer nur lüften. Man kann nicht im Dachboden weitermachen. Man kann auch nicht draußen weitermachen. Man kann auch nicht mit Tapezieren anfangen. Man kann gar nichts machen. Weil draußen muss auch erst einmal das Gerüst weg. Und dann werden die Anschlüsse gemacht. Der hat schon seinen Termin dafür, wann er kommt. Der Tiefbauer macht dann die Anschlüsse. Dann wird zugemacht. Dann wird er das Ganze noch ebenerdig machen und aufschütten, sodass die Höhe auch stimmt. Weil bei uns in der Siedlung ist es ja so, dass die offiziellen Gehwege noch nicht da sind und auch die Straßen nicht. Wir haben hier eine Straße, das ist alles gut, aber die offiziellen Fußwege und alles, das ist noch nicht fertig und es wird auch erstmal nicht gemacht. So zumindest so in einem gewissen Gebiet soll fertig sein und wenn das fertig ist, dann wollen sie auch anfangen mit den Straßen. Genau. Ja, ihr Lieben, ich bin am Haus und jetzt werde ich mal lüften.